Hallo und herzlich willkommen. Wir sind hier bei der Taverne am Scheideweg. Und wollen halt mal schauen, was wir hier für eine Quest haben. Wir haben hier in dem Questlog drin die Nilfgaardische Verbindung. Und die wollen wir jetzt mal angucken, was wir da machen müssen. Die ist Level 5. Ich bin jetzt gerade mal Level 6, also noch nicht wirklich weit. Freue mich aber schon auf Level 7, weil ich da nämlich sehr gute Ausrüstung gefunden habe. Jetzt gucken wir mal, was hier so ist. Hier ist noch nichts zu sehen groß und... Ich glaube, die verstecken sich auch gerade alle. Und wir gucken mal, was wir haben. Hier haben wir auf jeden Fall eine Tafel. Ah, immer alles sieht mitnehmen. Sieht nach Regen aus. Genau, bisschen blitzschnass, Kollege, aber es sieht nach Regen aus, ist klar. Mein Bruder Mikkel wird vermisst, wer ihn findet oder mir wenigstens sagen kann. Was ihm zugestoßen ist, soll großzügig belohnt werden. Auch beim Baron werde ich ein gutes Wort für denjenigen ein... bin in der Taverne am Scheideweg zu finden. Okay, soweit haben wir es klar. Wir haben auch bestimmt ein paar Sachen aufgedeckt dadurch jetzt gerade. Also ich habe das auf Standard gestellt. So, oh ja, ganz viele, viele Fragezeichen. Was ja gut ist, das mache ich dann immer meistens alleine. Außer ihr schreibt mir in die Kommentare, dass ihr gerne auch mal so ein paar Fragezeichen sehen wollt und nicht nur die Quest rein. Also ich finde es immer sehr interessant, sehr gut, was man da so erlebt und mitmachen kann. So, Aufruf, eine Suche. Vermisst Anna Stranger, Gemahlin des blutigen Barons. Vermutlich entführt. Du großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Frage, ist sie entführt oder ist abgehauen? Wer weiß, blutiger Baron hört sich nicht so lustig an. Hallo, ich bin der freche, nette Hexer von nebenan. Sag mal hallo. Schenk nach, Schätzchen. Du hast genug. Keine Frau sagt, wie viel ich trinken darf. Schenk nach, verdammt. Sonst kannst du meine Handrücken probieren. Was willst du? Bist du Hendrik? Was kannst du mir über diese Gegend sagen? Wer regiert dieses Land jetzt? Der Baron. Durch wessen Dekret? Temeriens oder Nilfgaards? Durch sein eigenes. Es herrscht Krieg. Wer die Männer hat, hat das Land. Warum bist du so neugierig, hä? Bist du Hendrik? Bist du Hendrik? Nein. Red nicht mit dem. Das bringt Ärger. Na dann. Bis dann. Höchste Zeit, nach Hause zu gehen. Wir gehen, wenn ich getrunken habe. Warte mal ab, warte mal ab. Das ist ein Reden armer. Arme. Okay. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Bin noch nicht mit meinem Getränk fertig. Erwartest du Besuch? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Und
Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Wer seid ihr? Was soll die Frage? Ich weiß einfach gerne, mit wem ich trinke. Genau wie du. Wir sind Männer des Barons. Und du bist in seinem Land. Ein Baron herrscht in dieser Gegend? Der muss ja Nerven haben. Die Kaiserlichen hier scheinen ihn keinen Deut zu scheren. Obwohl sie immer mehr werden. Der blutige Baron ist kein aufgeblasener Sprössling aus reichem Haus. Also, nein. Der pisst sich beim Anblick eines schwarz geflügelten Kopfs nicht voll. Das ist ja interessant. Unser Baron ist Baron, weil wir das so wollen. Und wenn das jemandem nicht passt, dann soll er es nur sagen. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Ich glaube, das war ganz Glück, dass ich es so gemacht habe. Schön, weil ich so leise war, aber ich glaube, das war jetzt ganz, ganz wichtig. Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Okay, was weißt du denn über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Okay, dann müssen wir jetzt mal rausfinden, was die nilfgaardische Verbindung ist, wo Hendrik ist und warum der da so ist. Oh nein, ich fange mit denen keinen Streit an. Wenn ich mit denen einen anfange, ich glaube, dann mache ich sie platt. Hast du eine junge Tochter? Okay, ich kann mir so ein Pferd auch klauen. Jetzt gehen wir mal kurz hier rein hier und gucken mal, wo wir hin müssen als nächstes. Okay, dann müssen wir dahin. Gar nicht so weit, wie ich finde. Ich glaube, da können wir auch einfach mal so rübergehen und können mal gucken, wo wir hinkommen. Oder sollen wir auf dem Weg vielleicht dieses Fragezeichen mitnehmen? Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch interessiert, auch mal so Fragezeichen zu machen. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nilfgaardische Verbindung. Ne, komm, wir machen das Fragezeichen zuerst. Komm, dann nehme ich euch mal mit zu so einem Fragezeichen. Gucken wir mal, wie's, was da gibt. Dann gehen wir zu Hendrik. Ich laufe im Moment ziemlich gern, weil es hier nämlich auch die Pflanzen gibt zwischendurch. Und es ist gar nicht schlecht, die mitzunehmen. Und schon sind wir an dem Ziel und da ist ein Bandit. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Also ich habe, dass ihr es wisst, ich habe das, das habe ich noch nicht gesagt. Ich habe mir jetzt das mal erlaubt, noch eine Mod runterzuladen. Und zwar geht es um die Auto-Loot-Mod, weil ich nicht die ganze Zeit hier verbringen wollte mit dem Kreis laufen, um die Sachen einzunehmen. Verdammt! Wie ihr seht, ihr habt es gerade gesehen, hier links unten wird dann gleich angezeigt, was ich eingesammelt habe. Ist dann etwas schneller und einfacher und ich muss euch nicht jedes Mal hier so langweilen mit dem Aufsammeln. So, ich habe aber das Quest hier schon erledigt jetzt, ne? Verdammt, ging das schnell. Okay. Dann gehen wir jetzt das hier rüber und gucken wir, dass wir darüber kommen, sagen wir es mal so.
Da bewegen wir uns aber jetzt doch mit Blötze. Blötze, komm zu mir, mein Freund. Hier ist Blötze. Löchen Blötze. So, jetzt werden wir auch noch nass. Das ist ja mal richtig. Also bin ich jetzt in der richtigen Richtung? Sorry, wenn ich nachgucken muss, aber ich bin in der richtigen Richtung. Warum rennt der Blötze jetzt weg? Jetzt verkacke ich an die Blötze. Ich hab's gesehen, Blötze ist auf einmal einfach den Hügel runter. Aber Wildhunde können wir lassen, ist nicht schlimm. Weil, ja, ich bin kurz vor Level. Los, los! 7 und ich möchte Level 7 werden. Ich kann euch das auch noch zeigen, warum. Und zwar habe ich ganz tolle Sachen bekommen, als ich ja beim letzten Mal war. Aber erst auf Level 7 möglich. Was ist denn hier los? Und deswegen, ja. So. Ja, da freue ich mich drauf. Komplett irgendwie ziemlich coole Schwerter, ziemlich coole Ausrüstung und. So, mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie es wird. Ich habe auch gelesen, dass man wohl auch Set-Sachen sich holen kann. Und da müssen wir mal gucken, was es da so gibt. Wo man die kriegt, wo man es findet. Habe ich auch noch keine Ahnung von. Ja, wie gesagt, die Mods, komische die ich Luft, jetzt drauf habe. Als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Und da habe ich mir jetzt dann die Mods geladen über den Fragnard. Oder Fragnard. Da habe ich mir das angeguckt und habe gesehen, okay. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Oh.
Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Okay, das war jetzt natürlich eine sehr gute Story. So, haben wir jetzt eine neue Quest bekommen? Finde den Agenten. Wir sind noch nicht fertig. Ah, okay, da ist noch... Okay. Ich muss natürlich noch erst da rein. Na toll. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Das ist ja klar, wenn er Stiefel noch anhatte, Jacke und die Hose durchsucht. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Oh, haben wir einen Keller. Hallo, Keller. Ich glaube, dass das vielleicht... Na... Bin mir nicht sicher, was das ist. Mal gucken. Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Na, wo ist es? Ich finde hier gerade nichts. Ich sehe auch nichts leuchten. Ah, da. Interessant. Haha, okay. Geheimgang. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Betrunkene Schwein. Kampf mit einer Hexe. Vorsicht ist angebracht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron. Und eine Hexe. Verdammt. Wurde ich gerade beobachtet?
So, jetzt mal kurz gucken. Nein, ich bin noch nicht. Damit ihr seht, was ich meinte gerade eben noch. Guck mal, ich habe hier so ein wunderschönes Silberschwert bekommen. Wenn ich mir vorstelle, das hier dagegen, ne? 138, das hat schon 188. Und habe noch ein anderes Stahlschwert bekommen, auch eben bis 100. Hat das hier bis 61, also schon mal ordentlich, ne? Und dann habe ich hier noch so eine Rüstung bekommen und Schuhe und Hosen. Und natürlich auch die passenden Handschuhe. Was wiederum uns pusht und wir dann vielleicht auch mal was aussehen, ne? Und Müllhaufen. Ja, das können wir aber dann so beim nächsten Mal machen. Ich würde sagen, wir gehen hier jetzt noch hoch. Hexenjagd. Das hört sich gut an. Ich werde gleich noch die Quests durchgucken und dann werden wir die nächste Quest beim nächsten Mal starten. Und ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und bis bald.